Der Paragraph 219a, das Verbot für Schwangerschaftsabbrüche zu werben, das bleibt einer der Streitpunkte in der Koalition, dessen Lösung vorläufig vertagt ist. Es ist nicht nur eine ethische Frage, die Befürworter und Gegner strikt trennt, es ist eine Debatte der politischen Anschauungen geworden. Fast schon verzweifelt wendet sich nun eine Ärztin an Angela Merkel. Eine Ärztin, die auf ihrer Internetseite Abtreibungen anbot und dafür eine Geldstrafe zahlen musste. Christina Hähnel schreibt, eine religiös motivierte ideologische Minderheit habe die Hoheit im deutschen Internet und sie bittet, Merkel möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch durchsetzen. Wie das derzeit praktiziert wird, darüber berichtet Alina Stiegler. 3 Jahre ist es her, dass sie ungewollt schwanger war, über einen Abbruch nachdachte. Im Internet suchte sie erste Informationen, doch traf hier vor allem auf hitzige Debatten von Abtreibungsgegnern. Man fühlt sich eigentlich schon von vornherein gleich total verurteilt, so. Da man ja eben auch also diese sachlichen Informationen, die jetzt einfach ganz neutral das beschreiben, nicht finden kann. Welche Praxis bietet Abbrüche an? An wen kann man sich wenden? Drängende Fragen in ihrer Situation. Doch Frauenärztinnen wie Helga Seiler dürfen nur im persönlichen Gespräch aufklären, keine Informationen veröffentlichen. Laut Paragraph 219a wäre das Werbung. Schon wer öffentlich macht, dass er Schwangerschaftsabbrüche durchführt, riskiert eine Anzeige. Mehreren Kollegen ist das schon passiert. Diese Verunsicherung und auch Kriminalisierung von Ärztinnen und Ärzten, die eben hohe Geldstrafen zahlen mussten, plus Prozesskosten, plus Anwaltskosten, was zum Teil auch existenzielle Bedrohungen von Praxen sind. Die Befürworter des Paragraphen 219a sorgen sich um den Schutz ungeborenen Lebens. Unter ihnen gibt es aber auch radikale Gruppen. Im Internet veröffentlichen sie Bilder zerteilter Föten, ziehen Vergleiche zum Holocaust. Für Kersten Artus von der Beratungsstelle Pro Familia ist das eine gezielte Einschüchterung von Frauen. In dem Moment, wo den Ärzten erlaubt werden würde, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, würde es den fanatischen Abtreibungsgegnern unmöglich gemacht werden, ihre Doktrin so im Internet zu präsentieren. Und es würde endlich eine seriöse, was ja auch von allen Medizinerinnen und Medizinern sowieso verlangt wird, eine seriöse Grundlage für Informationen geschaffen werden. Auch sie hätte sich das damals gewünscht. Ich finde, man muss einfach politisch, gesellschaftlich, im privaten Umfeld daran arbeiten, dieses Thema quasi zu enttabuisieren und aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, weil einfach das gehört zum Leben, wie alles andere auch. Und dafür wünscht sie sich, dass in der aktuellen Debatte um Schwangerschaftsabbrüche mehr Stimmen wie ihre zu Wort kommen.